Jo, moin Leute und willkommen zurück zum nächsten Part hier von LS17 auf der Karte Südhämmern im Singleplayer auf schwer. Und kann ich da noch irgendwas hinzufügen? Damit das ein noch längerer Einleitungssatz wird, den ich immer und immer wieder wiederhole. Jeden Part aufs Neue. Naja, was soll's. Achso, apropos, ich habe übrigens eine Playlist erstellt. Falls ihr jetzt gerade bei diesem Part erst einschaltet, dann müsst ihr nicht Part 1 erst suchen oder so. Weil ich bezweifle ja mal, dass YouTube meine vorherigen Parts empfehlen wird. Da ich ja einen sehr, 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 sehr kleinen Kanal habe. Von daher habe ich auch eine Playlist erstellt, brauche nur bei Playlist gucken. Und da ist es als LS17 Südhämmern drin. Also nur wenn ihr es schauen wollt, natürlich, ne? Joa. Wir waren hier stehen geblieben beim Dreschen vom Roggen. Da sind wir jetzt auch fast fertig. Im letzten Part haben wir uns ja endlich mal einen etwas größeren Kipper gekauft. Mit dem wir ja endlich Saatgut gescheit herstellen können. Im Sinne von, damit kann ich rückwärts fahren. Ich kann zwar auch so rückwärts fahren mit dem Drehschemel, aber auf diesem engen Platz, auf dieser engen Rampe, ist es echt. Nee, es nervt einfach nur. Also ich finde halt in echt mit dem Traktor Drehchen und rückwärts zu setzen, ist 10-mal leichter wie hier im LS. Kann auch sein, dass ich es nur so empfinde, aber ich fand es in echt, wo ich noch Traktor gefahren bin, besser. Also leichter. Oder ich bin einfach bloß aus der Übung. Kann auch sein. So. Mal gucken, das wird nix. Jetzt aber, naja. So. Also, wenn ihr euch fragt, was das für eine Kamera war, ich denke mal, jeder wird es kennen, aber das ist von Drive Control. Wenn ihr die Alt-Gr-Taste drückt, die hier rechts von der Leertaste ist, könnt ihr hier nicht auf das Rohr umschalten. Und ich finde, es ist ein ganz nettes Gimmick. Also kann man ruhig mal mitnehmen, mal nutzen. Das ist eher so eine kleine Spielerei. Wird man halt sieht, man ablädt, weil wenn ich hier rausgucke und einfach so mache, sehe ich es auch. Aber wenn ich halt in der Ego fahre, und ich fahre eigentlich gerne in der Ego, dann sieht man das besser. So. Und im LS19, was wir auch in den letzten zwei Parts schon das Thema hatten, ist mir auch aufgefallen, als ich so einen Test, ja, Review, Play, was auch immer, so, ja, eine Demo gesehen habe, ich glaube von der Gamescom war das. Da muss ich echt sagen, also die Kabine, was das Innenleben angeht, da hat es ja echt so gut was getan. Also die Fahrzeuge, die ich dort gesehen habe in dieser kleinen Vorstellungsdemo, die sahen halt von innen echt gut aus. Also mit so kleineren Details, mit kleineren Anzeigen, einer vernünftigen Geschwindigkeitsangabe im Traktor und sowas. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Plus die ganzen Pedale, plus Hebel werden ja nun auch bedient. Also die sind animiert. Sprich, ich bin jetzt hier draußen und mein Charakter sitzt hier steif da, lenkt das Lenkrad mit und das war's. Also er drückt hier keine Pedale und nichts. Also bewegt den Hebel hier auch nicht. Ich weiß, bei Mähdrescher mit Pedalen und so. Ne? Und ja, einmal so und einmal so. Wir sind hier fähig, ne? Joa, fetch. Und ja, wenn man auch in der Außenperspektive dann guckt, dann sieht man dann, wie der Charakter die Hebel und die Pedale halt drückt. Plus, dass man halt auch das in der Innenansicht sieht. In der Innenansicht hat man immer noch nichts. Also hier wird immer noch keine Person sitzen, die jetzt hier die Hände am Lenkrad hat oder so. Man wird auch keine Füße sehen. Aber die Pedale werden sich halt in der Kabine, wie in so einer Geisterkabine hier trotzdem bewegen. Muss ich aber sagen, ist, denke ich mal, für das Sichtfeld an sich besser. Wenn man jetzt hier keine Gelenke hat. Weil ich kann mich aktuell auch hier so umdrehen. Und ich würde es ein bisschen gruselig finden, wenn ich hier Füße boah, so viel Kohlensäure getrunken. Wenn ich mich hier umsehe, habe hier überall Gelenke und dann drehe ich mich einmal so im Kreis und ja, also
Es wäre schon ein bisschen merkwürdig, wie ich finde. Aber egal, erstmal jetzt den Drescher wieder wegräumen. Der vom Feld runterkommt. So. Hoffentlich kein Auto. Nee, super. So lobe ich mir das, wenn ihr keine Autofahrer sind. So. Nochmal schauen, eventuell nehme ich nach dem oder nach noch einem Part Landwirtschaftssimulator noch eine Folge S-Wort auf. Das Lustige ist nur, dass diese Folge sehr wahrscheinlich am entweder am Montag oder am Dienstag kommt. Weil ich ja halt noch ein bisschen in meinem Voraus produziere von dem Projekt hier. Und ich da auch wirklich weiß, dass da auch was kommen kann. Weil die Folgen von dem Projekt hier sind an sich jeden Tag 14 Uhr geplant. Habe ich bisher auch jedes Mal hinbekommen. Also ich lade die Dinger hoch, habe meistens, wenn ich ins Hochlade, noch mindestens eins auf Lager, meistens zwei oder mehr. Und demzufolge, bis die dann hochgeladen sind, kann ich über Nacht das fertig machen lassen und dann kommen die Videos unten rechtzeitig, stelle ich einfach ein, ja, hier 14 Uhr. Also falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte oder es jemanden interessiert, jeden Tag 14 Uhr sind die Videos geplant. Inwiefern ich das umsetzen kann, ist die nächste Frage, aber jetzt seid es mal dahingestellt. Und ich glaube, Weizen, Roggen und dieses Triticale, keine Ahnung, kann man ja zu Mehl verarbeiten lassen. Und da würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Gerste. Weil wir davon ebenfalls so viel haben. Oder ist das viel? Ja, gut, 10.700 ist nicht die Masse, aber besser wie nix, würde ich sagen. Wir nehmen das immer noch mit. Gerste, genau. Machen dabei immer das Lager zu. Damit es nicht reinregnet. Und das können wir jetzt immer ganz geschmeidig da hinten hochfahren. Und danach können wir wieder eine Schippe Kompost verkaufen. Jo. Da ist auch noch was drin, Treibstoff auch. Wunderbar. So, Saatgut, genau. Oder genau, kann ich Dünger herstellen. Da würde mich jetzt mal interessieren, was ich hier für Automatic Fills. Wie Fernautomatic. Sekunde, ich brauche ein bisschen mehr. Bräuchte ein bisschen mehr Platz nach vorne hier. Den Baum hier werde ich irgendwann mal fällen. Wenn ich es vergesse, sag mir Bescheid. So. Ja, sieht doch schon ziemlich besser aus. Können wir jetzt hier abkippen? Weil wir rutschen ein Stückchen runter, ne? Ja, was soll's. Dann einmal so. Dann wieder hier hin. Okay, so. Dann Dünger. Wir brauchen Dünger eigentlich. Das würde mich jetzt auch nochmal. Rohstoffe, Mist, Gülle, Gärreste. Produkte, Dünger. Kann ich. Sekunde, ich lade hier mal ein bisschen Kompost rein. In der Hoffnung, dass ich damit eventuell sogar Dünger herstellen kann. Wobei, was will ich mit Dünger, wenn ich an sich. Kann ich Dünger verkaufen? Ich glaube nämlich nicht. Dünger. Ich kenne halt Mist, Gülle und sowas, kann ich verkaufen, das ist klar. Aber ich glaube. Brot, Kompost und Zucker, Mehl. Malz, Knatschi.
Was ist das denn? Das Nudeln? BGA? Förderhof? Was ist denn das? Habe keine Ahnung. Dann brauche ich ja an sich gar kein Dünger herstellen, weil was soll ich denn damit, wenn ich Kompost habe für den Miststreuer? Okay, gut, eventuell für später, wenn ich größere Flächen abdecken will. Okay, ja. Ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach mal eine Schaufel und probieren es aus. Stimmt, für den wollten wir eigentlich noch ein Heckgericht haben, ne? Ja. Wir haben so viele Baustellen hier. Ich komme hier geführt nicht voran. Ich habe einfach zu wenig Zeit pro Part. So. Dann gucken wir jetzt immer ganz normal einfach nach. Die wieder schon irgendwie hinhauen. Und ich, wie ich es schon gesagt habe, aber ich fand die Grafik beim LS19, also der Landwirtschaftssimulator ist natürlich kein AAA-Titel mit Grafiken, die mega krass sind. Weil von der Engine her, die Engine muss ja auch damit klarkommen, dass hier halt sowas wie aktiv gekrobbert wird, dass der Boden sich verändert, mit den Pflanzenwachstumsstadien und sowas. Und daher ist es auch re relativ schwer umzusetzen, weil ich habe auch viele Leute ja kennengelernt, das habe ich auch gelesen, die sich halt über die Grafik beschweren, wo ich jetzt sagen muss, so an sich, ja, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ah, okay. Nein, ich kann es nicht auskippen. Das Tor öffnen, schließen? Welches Tor? Ja, ich sehe jedenfalls kein Tor. Oh. Und das habt ihr nicht gesehen. Ich dachte, ich wäre schon drunter. So, dann einmal hier rum. Dann knallen wir jetzt mal noch den Anhänger hier wieder voll. Und wie weit ist überhaupt der andere Helfer? Ach, der ist fertig. Wunderbar. Dann glaube ich, dass der hier auch durch ist. Gekrobert. Ja. Dann fehlt nur noch Feld 14. Dann einmal jetzt umklappen. Rundumleuchten an. Und auf geht's. Einmal schnell das Feld wechseln. Okay, da ich jetzt gerade durchfahren möchte, muss ich jetzt diesmal anhalten. Na komm. Ich hoffe, dass sie heute noch grün wird. Aber wir wollten ja immer gucken nach einer Strafe. Wir sind gerade ein bisschen im Plus. Ja, wow. Jetzt wurde die Ampel gerade grün, wo ich bei Rot fahren wollte. Das ist natürlich auch genial. So, hier ist der Händler. Ich bin der Meinung, das ist einfach die schnellste Straße hier. Genau, jetzt muss ich einfach gleich rechts rum und dann kann ich aufs Feld fahren. So. Dann einmal den Gruber aufklappen. So und so. Dann der kann das hoffentlich. Dann nehmen wir hier mal einen Steier. Und was kriegen wir gerade für Kompost? Für Kompost kriegen wir einen halbwegs vernünftigen Preis. Boah. So, dann würde ich sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Part können wir eigentlich mal schauen, zwecks Mehl, oder? Hab ich das jetzt? Ach, hier Mehl.
Okay, Mehl ist hier gerade sehr beschissen. Warte, das ist gut. Okay. Da könnte ich eigentlich auch nach dem Kompass gleich Mehl verkaufen bauen. Naja, schauen wir dann mal. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Video.